io ricordo molto bene il 2015, era la festa dell'Assunta qualche giorno prima e il sindaco di Como mi ha chiamato. Ich erinnere mich sehr gut an 2015. Einige Tage vor Maria Himmelfahrt rief mich der Bürgermeister von Kos an. Pater, bitte kommen Sie hierher, denn es gibt so viele Syrer, die mit einem Schlauchboot angekommen sind. Also nahm ich zusammen mit dem Konsul von Großbritannien ein Boot zur Insel. Und als wir ankamen, sah ich die Situation. Ich konnte es nicht glauben. Sie waren überall und am Strand lagen diese verlassenen Beiboote. Der ganze Strand war bedeckt und dann war alles schwarz, weil das Öl auslief. Auf der Insel leben normalerweise etwa 30.000 Menschen. Sie können sich vorstellen, dass sie auf der Straße schliefen, dass sie ihre Notdurft am Strand verrichteten, dass sie am Strand duschten, dass es Frauen mit Kindern gab. Eine echte Tragödie. Langsam trafen humanitäre Organisationen ein. Wir hingegen begannen sofort, Lebensmittel, Kleidung, Shampoo und so weiter zu sammeln. Pian piano venivano altre agenzie e noi subito abbiamo cominciato di accogliere cibo, vestiti, shampoo, eccetera, eccetera. Um die Menschen, die an der Küste von Rhodos ankamen, unterzubringen, öffnete die Polizei den alten Schlachthof wieder, den die Italiener 40 Jahre zuvor gebaut hatten. Ein Ort ohne Heizung und Strom. Bis vor zwei Jahren gingen dort 25.000 Flüchtlinge hindurch. Die meisten von ihnen waren jung. Aber es gab auch viele schwangere Frauen, die nach der Entbindung dort unter prekären Bedingungen lebten. Um diese menschliche Tragödie zu bewältigen, bat Bruder Lukas alle um Hilfe. Von den Einheimischen über Frankreich bis nach Italien. Die Kustodie trug durch die Vereinigung Pro Terra Sancta dazu bei, alle zu versorgen. Questo tipo di attività è possibile. Dies ist dank der Großzügigkeit der Wohltäter möglich. Und auch dank der Vereinigung Pro Terra Sancta sind wir in der Lage, jede Art von Not, von Armut zu lindern. Mein Name ist Cesar. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus dem Dorf Al-Qina in der Nähe von Idlib. Ich bin aus der Türkei nach Griechenland gekommen und wollte gerne nach Europa gehen. Generell denken alle jungen Menschen in Syrien darüber nach, wegen der wirtschaftlichen und sonstigen Lebensbedingungen im Land auszuwandern. Der Sohn von Lehrern und das jüngste von fünf Geschwistern war an der Universität für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben, konnte sein Studium aber wegen des Krieges nicht beenden. Also beschloss er, Syrien zu verlassen und zusammen mit anderen das Mittelmeer zu überqueren, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Reise war sehr schwierig und ich möchte gar nicht mehr daran denken, denn sie war traumatisch. Ich fuhr in einem Schlauchboot mit 30 anderen Menschen über das Meer, obwohl es nur 20 Personen aufnehmen konnte. Es war Nacht, ganz dunkel, ich konnte nur das Meer sehen. Mitten auf dem Meer ausgesetzt, nass, kalt und ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten, sahen sie dem Tod ins Auge. Sie hatten alle große Angst. Mit mir reisten junge Kinder, Familien. Sie alle hofften, ihr Ziel zu erreichen. Eines Tages sah er bei einem Spaziergang durch die Stadt die Franziskanerkirche. Es war ein Sonntag und so begann er zu beten. Ich habe es geschafft, mit Bruder Lukas zu sprechen. Ich erzählte ihm die Geschichte von Anfang an bis zu meiner Ankunft auf der Insel. Dann sagte er mir, du bist ein Christ und ich werde dir helfen. Also bat ich darum, bei ihm bleiben zu dürfen, bis ich eine andere Bleibe gefunden habe. Jesus hat uns zwei Gebote gegeben, Gott zu lieben und unsere Nächsten zu lieben. Und für unsere kleine Gemeinschaft bedeutet das, dass wir zwar nicht die Herzen aller Menschen erreichen, dass aber dennoch Menschen zu uns kommen, seien es Migranten, Flüchtlinge oder Touristen. Das ist unsere Art, Menschen willkommen zu heißen, egal ob sie von hier oder von außerhalb kommen. Die Botschaft Jesu ist sehr wichtig.
Er möchte, dass wir allen Menschen helfen, vor allem unseren Brüdern und Schwestern in Not. Aiutiamo specialmente i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.